Vorbereitungen für den Kampf an vorderster Front. Die schnellen Kräfte vom Fallschirmjägerregiment 31 aus Seedorf. Auf dem Truppenübungsplatz Klietz in Sachsen-Anhalt üben sie den scharfen Schuss. Achtung, POW schießt! Da wir als Schwere Fallschirmjägerkompanie heute den Auftrag haben, den Kampf in der Sicherungslinie zu führen, sind wir die Ersten, die auf den Feind treffen. Das ist ein Auftrag, der in die Schwere Kompanie gegangen ist, weil wir aufgrund der hohen Beweglichkeit, die wir durch unsere Wieselkräfte generieren können, die Verteidigung möglichst beweglich gestalten können. Am Start ein verstärkter Wieselzug. 4 Wiesel mit Maschinenkanone 20 mm und 2 Wiesel mit der Panzerabwehrwaffe TOW. Wir zwingen den Feind in Gefechtsgliederung und nutzen ihn ab, bevor er dann auf die anderen Kräfte des Fallschirmjägerregiments als 31 trifft. Das Besondere, der geschlossene Einsatz der Kompanie. Denn auch der Fallschirmmörserzug ist mit in Sachsen-Anhalt. Im mobilen Feuerleitstand laufen die Informationen zusammen. Der Einsatz des indirekten Feuers wird koordiniert vom Joint Fire Support Team. Diese Jungs sprechen das Mörserfeuer ins Ziel und unterstützen so die Wieselkräfte. Bravo 1 und 2. 6 Gruppen Spreng, 4 Gruppen Annäherungszünder bereitlegen. Feuerbereitschaft melden. 80 nach links. Schuss. Achtung. Aufschlag. Der scharfe Schuss mit der Panzerabwehrwaffe TOW ist auch für die Soldaten etwas Besonderes. Und diese Fähigkeiten, die hier dargestellt werden, sind einzigartig im Fallschirmjägerregiment. Wir sind die einzige Kompanie, die über diese Fähigkeiten verfügt. Beim Training auf dem Truppenübungsplatz Klietz geht es darum, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Fähigkeiten zu perfektionieren. Eine Woche hat die Schwere Fallschirmjägerkompanie dafür Zeit.